dass das so enorm ist, das ist unwahrscheinlich. Und ich kann gar nicht genug all jenen danken, die uns da das Vertrauen gegeben haben. Und ich hoffe gemeinsam mit meinen Mitstreitern, dass wir es nicht enttäuschen werden. Wir werden, so wie wir bisher gearbeitet haben, diesen Weg weitergehen und auf keinen Fall die Fronten wechseln. Bürgermeisterin BKK, können Sie sich das überhaupt schon irgendwie so das vorstellen? Nein, muss ich ganz ehrlich sein, ist noch nicht im Kopf gewesen. Auch nicht in der Überlegungsplanung? Niemals. War es wirklich noch nicht, aber ich habe in meinem Leben immer Verantwortungen übernommen. Das wissen meine Leute in meiner Partei, das wissen auch die Menschen draußen, das wissen auch jene, für die in den Ressorts verantwortlich sein durfte. Und ich habe auch gesagt, dass ich gerne bereit bin, auch mehr Verantwortung in den Ressorts zu übernehmen. Vor allem dort, wo es auch wichtig ist. Das heißt, wenn es sich ausgeht, also Sie stellen sich dem Amt? Ich würde mich dem Amt stellen. Auch einer linken Mehrheit? Ist das jetzt das Ziel? Das Ziel ist jetzt einmal, genau zu schauen, wie das Endergebnis dann sein wird. Ich habe das ja wirklich jetzt auch vor wenigen Minuten erst erfahren. Und ich habe auch gesagt, dass ich mit allen Parteien immer gesprächsbereit war in der Vergangenheit und das wird auch in der Zukunft so gelten. Und fixe Koalitionen, habe ich immer gesagt, ist eine Möglichkeit. Das wäre möglich mit der SPÖ und mit den Grünen aus meiner Sicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit von Arbeitsübereinkommen. Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP aus Ihrer Sicht möglich? Das hat 2 Jahre einmal funktioniert. Könnte es wieder funktionieren? Das wird man sehen.